Wojciech von Georg Büchner ist eine Geschichte, die viel von Gewalt handelt, von verschiedensten Formen der Gewalt. Wojciech als Mensch unterster Klasse wird von den Höheren der Gesellschaft ausgebeutet, ausgenutzt. Ihm wird Gewalt angetan und schließlich gibt er die Gewalt weiter im Verlauf des Stücks. Das Besondere, glaube ich, an unserer Inszenierung, so wie Moritz das jetzt inszeniert, ist, dass wir Wojciech von vornherein erstmal als gesunden Menschen darstellen, der eine Beziehung führt, die eigentlich noch gut ist zu dem Zeitpunkt, und wir einen Verlauf zeigen und Wojciech nicht von vornherein schon irgendwie psychotisch ist und der Wahnsinn nicht von vornherein eine Rolle spielt und er eigentlich durch die Außenwelt zunehmend wahnsinniger wird. Also wir haben probiert, Marie facettenreicher zu machen in der Hinsicht, dass wir ihr einmal eine Stimme gegeben haben. Also in der Originalfassung beschränkt sich ihre Rolle so ein bisschen darauf, dass sie fremd geht und umgebracht wird. Und das war uns zu wenig. Deswegen haben wir ihr Sehnsüchte gegeben, Wünsche, aber auch einen großen Abgrund und eine große emotionale Tiefe. Wir haben irgendwie versucht, die Verbindung zum Kind größer zu machen. Wir haben versucht, die Beziehung zwischen Wojciech und Marie aufzuwerten, den beiden am Anfang eine größere Liebe zu schenken, und die aber an den Umständen zerbricht. Und ihr deswegen auch einen großen Wunsch nach Nähe und gehört werden, nach Aufmerksamkeit, nach Selbstverwirklichung zu geben, die sie dann beim Tambourmajor sucht, zu Anfang vielleicht auch findet, dann aber irgendwann feststellt, okay, der ist es auch nicht. Also Wojciech bietet für mich eine wahnsinnig kluge Gesellschaftsanalyse, die auch jetzt, 200 Jahre später, immer noch so stimmt und wieder an Aktualität sogar gewonnen hat. Also, weil dort wird ja eine Gesellschaft gezeichnet, die sich durch eine große Ungerechtigkeit und eine große soziale Schere auszeichnet. Diese gesellschaftlichen Zustände der sozialen Ungleichheit nehmen gerade jetzt in den letzten 20 Jahren in Deutschland wieder zu, in Europa, in den Industriestaaten, die soziale Schere wächst. Also der Stoff hat für mich in der Hinsicht eine große Relevanz, weil er was über Machtverhältnisse erzählt, über wer ist oben, wer ist unten und wer unten ist, wer tritt noch weiter nach unten. Da finde ich einen großen Anknüpfungspunkt für Jugendliche. Dann, ja, ich glaube, Eifersucht ist ein riesiges Thema in dem Stück. Und ich glaube, da können alle andocken, egal welche Altersgruppe. Und dann gibt es, glaube ich, so dieses Thema Sehnsucht spielt in dem Stück auch eine große Rolle. Nicht nur für Marie, auch für Wojciech, finde ich. Womit finde ich mich ab? Wo wehre ich mich? Wo lasse ich was mit mir machen, wo man eigentlich einen Riegel vorschieben müsste? Das finde ich sind so Themen, die absolut relevant sind für Jugendliche. Also Femizid ist ja ein Begriff, der in Deutschland noch gar nicht so verbreitet oder etabliert ist. Da muss man wirklich einmal kurz sagen, was das überhaupt bedeutet. Das bezeichnet das Phänomen, dass Frauen von ihren Männern oder Ex-Partnern umgebracht werden. Und das passiert in Deutschland zum Beispiel alle 3 Tage. Und das wird immer mehr erforscht, dieses Phänomen. Dieses Phänomen wurde sehr lange nicht als solches erkannt, sondern es wurde davon gesprochen, verharmlosend davon gesprochen, dass es Beziehungsdramen gibt oder Eifersuchtsdramen. Es wurde aber nie benannt, dass Frauen ermordet werden, eben von ihren Partnern oder Ex-Partnern. Also es gibt so Sätze im Original wie, ich bin ein schlechter Mensch, ich könnte mich erstechen, und wir überschreiben das ein bisschen, indem sie sagt, dass wir haben dieses "ich könnte mich erstechen" gestrichen, und sie sagt, ich bin ein schlechter Mensch, und dann sagt sie, nein, bin ich nicht, und geht offensiv in eine andere Situation rein, wo sie etwas sich nimmt, was sie begehrt. Und das finde ich schon wichtig, dass man genau guckt, okay, wie können wir die Schwerpunkte so legen, dass wir ganz klar machen, dass wir kritisch mit dem Phänomen umgehen und da nichts verharmlosen.